Willkommen zurück, willkommen im Eis von Below Zero. Es geht weiter in unserer tolles Wetter da draußen. Es geht weiter in unserer Angespielt-Reihe. Tauche ich lieber ab, das scheint wärmer zu sein. Und letzte Folge quasi, also vorletzte Folge, ja? Noch einmal Umfrage, oben rechts in der Ecke habt ihr das I für Infokarte, ihr kennt das bereits. Und dieses Mal geht es um das allgemeine Spieldesign. Was haltet ihr davon? Wie ist das aufgebaut jetzt mit Story und dergleichen? Wie gefällt euch das Design? Die Idee hinterm Game von Below Zero. Hat sich da genug geändert? Fließt da zum Beispiel auch mit rein? Ist das stark anders geworden? Gibt es genug Neuerungen, sodass es wieder Laune macht einzutauchen? Und da bin ich mal gespannt auf eure Wertung, auf eure Meinung. Wir tauchen jetzt ab in die Twisty Bridges, bevor es dann in der letzten und damit nächsten Folge um die finale Wertung geht. Also sprich, wo ich dann zusammenzähle. Ui, nicht doch. Ja, es zieht gleich wieder. Okay. Vielleicht auch nicht. Wo ich dann zusammenzählen werde, ne, was ihr so abgestimmt habt. Und dann schauen wir. Ja. Ja. Was ist das hier? Stasis Rifle Fragment. Guck mal, das ist aber sehr unscheinbar. Wir müssen auf ungefähr 200 Meter runter. So hieß es. Dort ist dann die nächste. Ach, das ist ja. Das tat gar nicht so sehr weh. Meine Güte, diese Selbstmordfische, ne? Hammer. Ich wollte eigentlich nur gucken, was das hier unten ist. Aber. Oh, guck mal, jetzt wieder so ein Bogen. Den können wir scannen. Und ich muss mal gucken, dass ich auch bald wieder mal hochkomme zum Sauerstoff nachtanken. Da ist noch eine Sauerstoffpflanze, die könnte unseren Aufenthalt hier nochmal so ein bisschen verlängern. 30 Seconds. Oh yeah. So, haben wir wieder ein paar Sekunden mehr, aber ich glaube, wir tauchen trotzdem auf. Gib Gas. 30 Seconds. Ja, das ist gar nicht so ohne. Wenn wir auf 200 Meter runter sollen, das ist gar nicht so ohne. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo wir waren. Auf jeden Fall unter 100 Meter, das war klar. Aber ich frage mich gerade, wie... Oh, und ich glaube auch, die sind nicht mehr so nett, die Tiere, die da schwimmen. Habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Alles klar, wir sind da auch... Erst... Bei. Haben wir die hier schon? Die haben wir auch noch nicht. Kommen überhaupt nicht zur Alien-Struktur, glaube ich. Wer bist du? So, schauen wir uns dann auch bei Zeiten an. So, da kommen wir her. Na dann, schauen wir mal. Meine Fresse, wie tief wir hier runter müssen. Das wird interessant. Hier sind auch eigentlich Ressourcen, die theoretisch interessant sein könnten. Da liegt was. Ach ne, das ist Salz. Okay. 178 Meter. Hier haben wir nochmal Sauerstoff. Sehr nett. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Greatly decreased. Ja, fantastisch. Freue ich mich. Fühle ich mich doch direkt gleich viel wohler. Oh, nicht doch. Scheiße. Ja, klar. Au. Ja, klar. Natürlich. Natürlich. Also, Twisty Bridges ist da oben. Ich will jetzt nur mal... Ich fürchte fast, wir müssen in so ein Hüllensystem rein, aber das ist krank. Leute, das ist krank. Ihr wollt, dass ich da in so ein Hüllensystem reinschwimme. Ihr wisst, dass das krank ist. Hier ist was zum Scannen, das nehmen wir mit. 5. 5! Ich hab 5 genannt!
So, 5 von 50, 10% haben wir da erst. Wie viel brauchen wir denn? Alter, wie lange braucht das denn, bis wir da dann mal eine Belohnung für kriegen? Oh, guck mal, da ist was. Waren wir da schon? Uah, Ruckel. Und da vorne ist eine Alien-Struktur. Oh, oh. We've got you on GPS. You're close to the sanctuary. 30 seconds. Do you see anything? Ja, da war was. I'll see where they lead. Oh. Oh. Oxygen. Oh. Oh. Okay, jetzt muss ich nur gucken, dass ich das da unten wiederfinde. Da ist auf jeden Fall dieses Dingenskirchen wieder. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja, ja, ja. Ja. Okay, pass auf. Das müssen wir jetzt mal folgendermaßen machen. Hier, zack. Und dann... warte mal, hier kann man doch... So, Beacon Name, Alien Eingang, Fragezeichen. Okay. Und eine Sauerstoffpflanze wäre jetzt hier richtig nett. Find ich jetzt. Boah, okay. Okay, also das muss in einem Zug, müssen wir das machen. Das müssen wir in einem Zug machen. Ich frage mich nur gerade. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir nicht. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich dachte gerade, das bringt vielleicht ein bisschen was. Oxygen. Oh, scheiße. Oh. Nein, 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 schwimm, 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 schwimm. Diese eine Pflanze, die ich gegessen habe, sollte doch eigentlich 10 Sauerstoff geben. Irgendwie gefühlt hat die das nicht. Wie sollen wir das machen? Hier wäre theoretisch nochmal ein... Hier, du Kackvieh, lass mir die Ruhe. Da ist nochmal so ein... Boah, es ruckelt ab und an, sorry. Hier ist nochmal so eine Sauerstoffpflanze. So, dann. Gib ihm. Rausorientieren können wir uns ja auch wieder an diesen Säulen, die da stehen. Sind da. Nu? Ei. Das ist eine Höhle. Nur rein sicherheitshalber, falls diese Höhle ein wenig verzweigter wird. Wo ist mein Pathfinder-System? Da. So. Hier, das brauchen wir jetzt mal kurz nicht. Pathfinder-System. Kriege ich das hier? Okay. Na, dann schauen wir mal. Robin Goodall. Conceived. I come in peace. Absence of hostility. Sufficient. Are you... alive? Or a computer? What is the difference? I want to meet the people who built this place. What do you want? For you to stay here.
With you? Forever. Why? Your masters will seek to harness my power. You've met Altera, then? It is what we would do. People will come for me. They will also stay here. That is all. I waited my life for this. I'm not your enemy. Hello? Okay, das ist sehr, sehr creepy. Wieder mal eine sehr abgefahrene Story und fantastisch. Hinter uns ist die Tür zu. I want you to stay here. Ja, super geil. Was ist der Unterschied zwischen Maschine, also zwischen Computer und Leben? Das war die Frage, die auch da war. Ich hatte schon so einen Verdacht, dass der Jeffrey, also der Vermisste, irgendwie in dieser Anlage, die er da erforscht hat, naja, da ist er wohl rein, schätze ich mal. Und ist irgendwie mit dieser verschmolzen. Das habe ich schon so als Vermutung irgendwie gehabt, so als abgefahrene Story. Weil der plötzlich die Anlage den Namen wusste, ja, von uns hier, von Robin. So. Jetzt sind wir hier an der nächsten Passage, an der nächsten Große. Ich will trotzdem mal kurz auf die Brücke hier schauen. Ist aber nichts weiter zu scannen, gibt es auch nichts. Wir laufen weiter. Mit leicht mulmigem Gefühl zurück können wir ja nicht mehr. Und da fängt Subnautica jetzt schon wieder an mit... Weißt du, Subnautica ist so ein Spiel. Nein, ich will nicht tiefer tauchen, aber du musst tiefer tauchen. Nein, ich will nicht weitergehen, aber du musst weitergehen. Das ist so... Irgendetwas in mir zieht mich zurück und irgendetwas in mir treibt mich voran. Das ist... Ah, es ist furchtbar. Turn back. No. What is this room for? Do not touch anything. You would not understand. Die peacefully. Die peacefully. Sterbe in Frieden. Wir sollen nichts anfassen, wir würden es eh nicht verstehen. Oh. Scannen? Geht da was? Auch nicht. Unser allwissender Scanner. Kann ich hier hoch? Auch nicht. Nichts an. Das ist so wie beim Kind, ne? Fass nichts an. Ja. Nicht klar, mach ich. Oh, da hinten, da leuchtet so ein Symbol, was aussieht wie diese Keys, ich möchte mal Teil 1 sagen, ihr wisst, was ich damit meine. Die man aus dem Ur-Subnautica kennt. Download Sequence. Oh, oh, oh. Data must be flushed to an empty storage vessel. Switching. Storage vessel found. Commencing download. Hi. Wir waren da plötzlich festgehalten und so ein komischer Saugnapf kam da an uns ran. Ah. Was ist jetzt passiert? Download complete. You have no concept for what has just occurred. Oh, I know it hurt. What happened? Download capacity was identified in your cerebral cortex. You're in my head? It is uncomfortable. Return me. Release the force fields first. Return me or I will destroy your orbital station. Why not do it now? My survival chance increases if I do not draw attention. I don't think you have the power. I think you're scared. Then I will destroy you. I am experiencing technical difficulties. Do not move. Do not move. Errors. Hibernating.
I didn't mean to scare you. What is happening? Also. Diese Station hier unten war ja so die letzte Zuflucht für diese Aliens. Und dort wurden ihre, so stand es ja so ein bisschen, die Seelen, beziehungsweise halt, naja, die, wenn man so will, haben sie ihren Verstand hier irgendwo gespeichert. Und ich schätze, hier, das war jetzt halt so ein Seelengrab, wie soll man das so nennen? Oder ein, wie soll man das, keine Ahnung. Sie haben letzten Endes ihr Ich digitalisiert und das haben wir jetzt gerade wieder mit einer kleinen Infusion in unser Hirn reinbekommen. Das heißt, wir tragen jetzt ein kleines Alien-Männchen in unserem Kopf. Das ist leicht beängstigend. Kriegen wir einen Selbstscan hin? Nein, auch das geht nicht. Okay. Das ist jetzt also letzten Endes die Story. Unser zweites Ich ist ein Alien. Naja. Schauen wir mal, ne? Immerhin sind die Tore jetzt wieder offen. Oh, hoppla, komm mal hier rüber. Ja. Gut, dass ich diese Pathfinder-Dings dahingestellt habe, ne? Das war ganz wichtig. Nee, Quatsch, wäre aber eventuell wichtig geworden. Kann ich das wieder einsammeln oder warte mal, nee, ich glaube, man konnte da dann sagen, dir Notes. So, dann wollen wir mal Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Naja, ja. So. Ich hab was mitgebracht. Schatz, ich hab jemanden zum Essen mitgebracht. Wir haben Gäste. Ich hoffe, den muss ich nicht noch miternähren. So schon schwer genug für mich. Diesen Beacon lassen wir mal dort. Falls wir da nochmal hin müssen. So. Ups. Hallöchen. Also ich würde jetzt nach Hause funken. So, immerhin die Raumstation hat er nicht zerstört. Das ist schon mal ganz nett. Ja, vielleicht kann man es ja mit dem so ein bisschen arrangieren, ne? Wir trinken mal ein, zwei Schluck. Wir essen auch mal ein, zwei Schluck. Ich habe die extra gepökelt. Das habe ich kurz vorbereitet noch im Offscreen. Bin ich zurück zur, ne? So. Ja, was wir jetzt noch machen könnten, ist hier unten noch mal so ein bisschen forschen, ob noch irgendwo Zeug rumliegt. Weil wir haben ja diese Stasis-Rifle quasi. Die haben wir nur noch nicht. Guck mal, da liegt da noch was? Nee, das ist... Was ist das? Kann ich das scannen? Das ist einfach nur eine Leuchte. Kann ich nichts scannen sonst weiter. Alles klar. Die Power haben wir noch 50%. Auch gut. Did you make it inside the sanctuary? Yep. Anything unusual? Like what? We're getting odd readings from your biometrics. Hmm. Malfunction, maybe? I want to make sure. We're sending down a disposable bioscanner. Take a sample and send it up in the cargo rocket. Okay. I'm on it. Oh, hier geht's noch tiefer. Fantastisch. Da ist wieder einer explodiert. We're in trouble. If you send a sample, your masters will come for us. They'll do the same if I don't. Return me to the sanctuary. So you can trap me again? No. Then I will mask my presence. Initiate the scan. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased.
Fantastisch. Fantastisch. Ja, wenn wir jetzt, wenn jetzt erkannt wird, dass wir so einen kleinen Alien, wie soll man das sagen, Seele in uns tragen, dann werden wir sicherlich als Versuchsobjekt irgendwo enden. Das ist dann auch eher nicht so schön. Da hinten ist der Cargo-Abwurf, der müssen wir dann mal gucken, dass wir da hinkommen. Leider jetzt nichts weiter zum Scannen dort unten gefunden, also kein weiteres Stasis-Rifle insbesondere. Ja, danke. Hätte das auch noch tiefer abwerfen können. So. Da steht Scannen. Open Storage. Aha. Disinfected Water. Nochmal das, nochmal das. Heating Key. Leverage your own body heat to provide an additional layer of thermal insulation for a short period. Aha, okay. Ja, danke schön auch. Muss ich das alles reinlagern? Ich hätte jetzt lieber mal so einen Bausatz für eine Basis bekommen. Wo soll ich denn das alles reinlagern, was ihr hier mir gebt? Meine Fresse. So. Im Grunde genommen haben wir jetzt die Grundlage der Geschichte hier gelernt. Schau mal, da liegt was. Das ist aber Siegleitfragment, das kenne ich nicht. Da kriege ich nur Titanium, was ich nicht weiter tragen kann. Wir haben jetzt die Grundlage unserer Geschichte im Grunde genommen gelernt hier. Hier sind mehrere von diesen Dingern. Das ist ja interessant. Ah ne, das ist das wieder. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Jetzt streng genommen. Streng genommen geht jetzt die Geschichte eigentlich richtig los. Ja, streng genommen fängt der Wahnsinn jetzt erst an. Aber wir sind in der vierten Folge unseres Angespiels. Eine werden wir natürlich noch machen. Schau mal, da hinten ist noch eine Kiste. Okay, machen wir uns da noch hin. Die machen wir jetzt noch auf in der Folge. Eine Folge wird es noch geben. Das wird dann allerdings schon die Zusammenfassung eurer Umfrage sein. Oben rechts in der Ecke, das I. Ne? Ja, hier, blick, blick, blick. Da könnt ihr noch abstimmen und falls ihr es noch nicht gemacht habt, natürlich auch in den Folgen zuvor. Ja, in den drei anderen Folgen gab es auch jeweils eine Umfrage, die ihr, da ist der Bioscanner, alles klar, die ihr ausfüllen könnt, in Anführungszeichen, wo ihr euer Kreuzchen machen könnt und dann eben eure Meinung zum Spiel äußern könnt. In der nächsten Folge trage ich das alles zusammen. Einen Tag habt ihr jetzt noch Zeit quasi, das zu machen und dann schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Pump. Ich esse jetzt erstmal oder trinke erstmal ein bisschen Kaffee mit dem Alien in meinem Kopf. Oder so. Bis dann. Tschüss.